Die Damen und die Herren, die freie Schule, die wir renoviert und umgebaut haben, stammt aus dem 19. Jahrhundert. 1847 wurde am Gemeinderat zu Niederhansen über den Bau von einer Schule zu Höchstadt geschwärt und debattiert. Der Architekt war damals den Herr Theodor Eberhard, übrigens späterer Bürgermeister von der Stadt Lützeburg. Den Devis von der Schule lag damals bei 7000 Franken. Weil diesen Devis dem Gemeinderat zu heisch war, aber noch kein Geld da war, wollten sie damals Pfundstücke für das Lehrpersonal fallen lassen, wobei sie dann eine Abspürung von 3000 Franken gehabt hätten. Für den finanziellen Problem ein Ende zu setzen, wird die Forstverwaltung dünn Erlaubnis gehen für Lichtungen und auch sogar Kahlschlag an der Gemeinde Böscher herzuholen, für dann dummen die notwendigen Gelder zu erwirtschaften. Und das wird geklappt. 1850 wird die Schule zwei Klassen sein und Wünschte für das Lehrpersonal hier deren abgemacht. Von 1850 bis 1947 waren hauptsächlich Schwestern hier am Schulbereich tätig, als sie noch hier gewohnt. Und ich habe mir erzählen gelassen, dass da dort dabei waren, die nicht für Kaffee und Kuchen. 1891 wurde abgehalten am Schulhallen und haben noch die Wünschte verlost. Von dort wurde der Schulbetrieb von Lehrpersonal betreut, die auch hier gewohnt haben. An der Paul Greis werde also pur Wort über die Schulzeit erzählen und auch über die verschiedenen Lehrpersonen, die hier tätig waren. Von 1947 wurde aber auch ein Raum hier benutzt als für den Gemeindesekretär. Der Gemeindesekretär der Purhaus haben wir weiter aufgewohnt und war praktisch für den, für zu Hause auf Derbisch zu kommen. Des Weiteren gab 1947 an einem Raum die Postagentur angewiesen, die 1985 an der Centre Arcade innen am Sand transferiert ging. 1970 kam ein neuer Moment für das Schule. Da gab nämlich neben drin, das Centre Gloden, abgemacht an den Schulbetrieb, gab dort installiert. Damit war in diesem Gebäude Schluss mit 120 Jahren Schule. Auch der Gemeindesekretär als zähneknirschend River an das Centre Gloden geplündert. Wünschten hier am Gebäude dürfen du bis an 80er Jahre für private Personen verlohnt an ein Schulsaal, wird als Berufssaal für die Choral von Höchstadt gedenkt, und das war ab 1982 bis 2005 der Berufssaal für die Höchstadt der Musik. In einem anderen Saal wurde dreiweise Käse installiert. Und die war dort von 1970 bis 2010, das heißt bis zur Fusion mit der Käse nicht anvisiert. Des Weiteren wurden ab 80er Jahren Büro für die Polizei in der Gemeinde Niederhahn von Haja gewischt. Seit 1999, der Fusion von Polizei und Gendarmerie, sind das Büro zu Uwe an von einem freieren Bauernhof am Niesen innerbrücht. Die Damen und die Herren, die sieht also, dass hier am Gebäude neben der Schule, weil ein breites Palett von Aktivitäten sich aufgespielt wird. Und am Laufe von den Jahren sind immer mehr Vereine auf die Gemeinde aufklappen gekommen, für hier am Gebäude eine Unterkunft an der Saal zu kriegen. Ein Umbau und Ausbau waren so überfällig. Der Gemeinderat wird am 1. Februar 2013 ein Projekt gestimmt mit folgendem Programm. Versammlungssaal für die Vereine, zwei Säle mit akustischer Isolation für Gesang und Musik, drei Stockage-Räumlichkeiten, Sanitäranlagen, ein Lift, ein Küchen, und hier drinnen ist ein verwölfter Keller, den die Gemeinde benutzt, für sein Wein zu lernen. Obendrop, auf dem Dach, ist auch eine Photovoltaikanlage installiert. Die Energieklasse vom Gebäude ist ein C. An der Kostenpunkt liegt bei 1.530.000 Euro. Folgende Vereine werden demnächst hier logieren. Das sind Geschichtsfreunde von der Gemeinde Niederhansen, Bischöfren,
Choral St. Cecil von Hörstedt, die haben eine neue Prüfstart gekriegt. Die Himmelsdeutsche Versendung, die geht dann heim Hörstedt, Theaterköst Hörstedt. Und die Saal hier innen, die bleibt reserviert für Allvereine, wenn sie ein speziell Feier haben. Oder auch für Privatleute, wenn sie ein Feier haben. Die Damen und Herren, die wird haben nur bei der Visite gesehen, dass die Renovation gelungen ist. Und ich bin froh, dass das freie Schulgebäude unsere Hallen bleibt am auch, wenn nicht zu anderen Zwecken genutzt wird. Ich wünsche den Vereinen an alle Leute, die hier Gebrauch von der Räumlichkeit machen, viel Freude und Erfolg für ihre Aktivitäten. Ich soll nicht merken. Die schönste und die wichtigsten Tag für die Größe und noch für die Klang war Lichtmester. Da sind wir zusammen durch Dorf gegangen, Licht gegangen und dann durch noch, wenn ihr am Schulsaal gefeiert, war Kuh und ein Kichelchen dabei und Mädchen haben im großen Öfen Schokolade-Milch warm gemacht und war das ein ganz flotte Geschichte. Da haben wir an allen Pausen, die Jungen, also auf jeden Fall vom dritten Schuljahr, dabei waren, da wurde der Kamionlärz, wird da auf der Straße haben wir Football gespielt. Ja. Aber wenn da gut gegangen ist, dann ist an der großen Pause, eine Feierstunde, als man vielleicht ein, vielleicht mal zwei Auto kommen, das war ganz, ganz wenig. Ja. An den 50er Jahren, dann konnte man nach dem Schlitt von der Gare bis in den Land Geisbich fahren. Ja. Und das ist auch an der großen Pause auf jeden Fall mal gemerkt von denen. Und da sind die immer nachgesucht, ja, dann wir sind da rüber gefahren, ja, und dann müssen wir auch zurückkommen. Und dann war schon schon ein Moment gekommen, sind dann sind wir wenig verlangt gehen. Ne? Ja. Da war eine schrohe Wand, da war, dann waren Wasserleitungen am Haus gefroren. Also nicht mehr dem Schulmeister dann. Das war dann in den Keller geholt und dann immer mit Kerzen da, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde stehen wir da, für das Wasser kommt laufen. Und Herr Even war stark gefilmt an der F6 gefilmt und dann hört ihn dann an der Pause einem Jungen dann 10 oder 20 Franken gehen. Ich gebe mir ein paar oder zwei Pack Zigaretten darüber an die Epicerie kaufen. Ne? Und wenn man heute einen Erfolg gehalten mit Firmen, ne? Und ja, so ohne Apps konnte nicht sein, dann hat eine Kamelle gelutscht. Dann hat es da geschickt, die Kamellen zu kaufen. Voilà, das für das wird, oder Jean, wie du noch das Name sagst. Das ist gut, okay. Marion, von der Bayerischen Dirigent, ein Flash. Ich soll noch ein paar Merci der Choral Saint-Cécile von Hörstedt. Und da werden wir diesen Teil rüber. Wir gehen diese Seite bei Tab d'Entrée das Bändchen durchschneiden. Und dann machen wir einen Rundgang durch das Haus. Und dann invitiert gemeint ist der Bommen am Saal auf den Pott. Bye.
Die Damen und die Herren, am Nu vom Chef der Gemeinderat von der Gemeinde Niederende, gebe ich da ganz herzlich heil begrüßen auf der Aufweihung von Eisen Park des Loisirs. Und ich so nicht auch merci, dass er hierhin gekommen sind. Ich muss leider den Minister, den Sportsminister Romain Schneider entschuldigen, dem sein Schwiegerpap als verstorben an den Hürden als kurzfristig dafür müssten aufsuchen. Ich entschuldige noch Madame Staatssekretärin Francine Klosener, die auch nicht kann bei uns kommen wegen einer Verpflichtungen. Aber sie hört aber den Herr Conseil-Premier Rang Ricky Wohl, dass die größten Herr Dohannen bei uns geschickt für sie zu vertreten. Ich soll noch vielmals merci für ihr Kommen. Ganz besonders begrüße ich aber Chefin und Bürgermeisterin aus den Nopisch-Gemengen, die heute Mittag hier bei uns gekommen sind. Ich begrüße den Polizeikommissär als Pompche von Schötter an Niederrhein, Vertreter aus der Sports- und Jugendkommission, Vertreter aus dem Jugendhaus Niederrhein, Vertreter aus den vielen Vereinen aus unserer Gemeinde, der Präsident Léon Breyer mit den Membern von der Amicale de la Pétanque, der Vertreter vom Architektenbüro, der Büro d'Etudes und den Unternehmen, die dieses Projekt realisiert haben. Last but not least begrüße ich den Witte in all ihre Gäste und die Leute auf Freund von Pétanque, Beachvolleyball und Skateboard. Die Damen und Herren, ist die Frau heute eine weiter sportlich und touristisch Attraktivität hier an der Gemeinde können vorzustellen, um dich zusammen anzuweihen. Der Parc de Loisirs begreift zwei Terrain de Pétanque, davon als ein überdeckt. Ein Skatepark von 780 Quadratmeter, ein Terrain für Beachvolleyball, ein Spielplatz für Kanne an diesem Pavillon, wo wir hier drinnen stehen, mit Barbecue und auch für Toiletten für gesehen. Es ist ein flotter Park. Die zwei Parken bieten ein flottes Sitz für sich zu begegnen, für sich kennenzulernen, für Eis, viel auswendig Schmattbüse für sich zu integrieren. Mit dem Parc de Loisirs erfüllen wir einen langjährigen Wunsch von einem jungen und erwachsenen Bürger. Aber wenn ihr wissen, an die Vergangenheit zurückgucken, so hatten wir wohl ein Pétanque-Terrain auf der Platz da oben, wo Lopissin steht. Den Terrain gab 1995 angeweiht und es bestand eure Club de la Pétanque, den auf der Platz bis zum Jahr 2002 funktioniert wird. Heute feiern wir einen zusätzlichen Terrain, einen Außenterrain an, den auch für Pétanque gedurcht ist. Und ich meine, das muss ein Datei sein. Herr Präsident, Ihre Club hat heute über 50 Membern an ein Ass nach weiter umwissen, sodass der Pétanque hier in der Gemeinde nach viel Zuspruch findet. 1950 als er Kalifornien das Skateboard erfunden und das an den 1970er Jahren hier an Europa angefeuert ging. Wir hatten weil 1990 einen Demand von Jugendlichen von damals, die gefragt haben, für ein Skatepark zu kriegen. 25 Jahre danach also die Realität und die Demandeure von damals sind heute alle Pätteren. Mehr sie haben aber hier Jugend, die halt kaum hierfür profitieren. Selbstverständlich gehören ja noch zu einem Park Toiletten für Damen und Herren separiert, aber auch für Leute, die behindert sind. Die Deliberation für den Bau vom Parc des Loisirs haben wir den 26. April 2013 am Gemeinderat geholt. Denn der Devis war damals 807.000 Euro. Und wir werden aber leicht in diesem Devis bleiben mit 780.000 Euro, wo wir Lob mal drüber sind. Ich soll allen Akteuren, die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu realisieren, eine größte Merci. Es sind der Architekt, der Büro Paysagist Ernst und Partner von Dreyer, das Architektenbüro WW plus Architektur von Esch Alzert. Responsable für den Genie Civil aus den Pragelux von Marmer,
Für den Bau vom Pavillon aus den Steffen Holzbau von Grevenmacher. Für den Bau vom Skatepark da aus Camp Rems von Stolberg bei Ochen. Ich sage vielmals merci für die gute Zusammenarbeit, die wir hier mit Ihnen hatten. Ich sage noch merci dem Gemengepersonal, für allem dem Alain Delage, den von unserem technischen Service hat die ganze Surveillance gemäht wird. Aber ich sage aber auch merci dem Sportsminister und dem Tourismusminister für die finanzielle Unterstützung. Und ich gebe später sehr wohl die Message mit an Ihrem Minister, an auch dem Sportsminister, das zu übermitteln. Ich wünsche jedenfalls allen, die hier an dem Park de Loisir, die hier kommen, für sich zu amüsieren, für zu spielen, viel Frieden, viel Zufriedenheit und ein gutes Amusement. Und dürfen wir da so nicht merci für die Nullerstellung. Our dream comes true, hat der Cedric auf Facebook-Seite von der Abweihung von Haut geschrieben. Die Damen und die Herren, ich meine effektiv, dass man diesem Freizeitpark ein Traum für ganz viele Junker und auch schon ein bisschen Männer-Junker wohnen ist. Für Eugenie 25 Jahre, wie der Remit schon gesagt hat, hat der Cedric am Namen von einer Reihe Junker den Brief auf die Gemeinde geschrieben, an dem uns in den Burgemeester Claude Bischler. Für einen Platz heute zu kriegen, wo sie an den besten Konditionen für alle Anwohner Skateboard fahren könnten. Den letzten Brief, den ich fand, also den rezentesten, das ist von 2009 von Jean-Louis, nach demnus 12 Jahren. Ich habe nicht bedauert, dass die Rampen, die eben demnus bei der Piscine stehen, dass die verrückelt gesehen und irgendwann verschwunden sind. Und laut ihm sollte der Burgemeester Raymond Walder den Skatepist bauen, für die Jungfrau vom Computer an der Tele rauszulocken. Sie sollen so in frische Luft kommen als Sportmann. Und als letzte Satz zu dem Brief, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dem Burgemeester angeboten, sie gingen ihm BMX vorher beibringen. Am Jahr 2012 haben wir als Gemeng die Idee herum abgegriffen und haben ein bisschen am Land geguckt, wer das schon auf Skatepisten gehen. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass das irgendwo Matten an der Gemeng ist. Also nicht ein Zwisch, wo ihr seht, das sind die Jungen, irgendwo an der Büsch und der Extremität von der Wirtschaft. Wir wollen so ein Skatepist bauen, da soll das zentral stattfinden. Der Gemeinderat hat, wie gesagt, im April 2013 gering Lutgen für dieses Projekt. Und das war unannehmend. Dafür will ich dem Gemeinderat vielmals merci sagen. Heute können wir das flotte Projekt nicht nur ein paar Bayern angucken, mehr Realität. Bei einem Pott, den wir dann nur dem musikalischen Akt offerieren, wird man das gar kein Schnittchen anbieten, mit einem Stück Pizza vom Pizza G, auch ein junger, freier Skater aus der Gemeinde. Für die nächste Grillsaison, drei Monate durchgeschwärt, wird hier ein elektrischer Grill stehen, wo ihn einfach drauf trägt, dann geht er nun und irgendwann geht er raus, wenn er zu viel gegrillt hat. Zu guter Letzt wünsche ich mir von diesem Skater Freizeitpark, dass es effektiv einen Platz gibt, die Generationen vielleicht auch ein bisschen mehr Not zusammenbringt. Ein Platz, wo also der Respekt zwischen den Generationen am Vierteln steht. Merci.